Videos macht, dann... Ist mir das egal, aber er hat keine Videos. Ich kann diesen Jungen gar nicht einschätzen. Ich hab... Quimmer! Drop it. Jo Leute, herzlich willkommen zu Rising Pyre mit Keksgeburt. Wir sind wieder im NPC-Dorf, im zweiten. Und da ist Keksgeburt und baut da irgendwas. Und ja, ich baue mir gerade ein Schwert, weil mein Schwert kaputt gegangen ist. Hallo. Und wir bauen uns jetzt gerade... Wow. Und wir haben uns jetzt die Minimap geholt, wie schon in der letzten Folge gesagt wurde. Und darf ich die Funktion erklären? Okay. Bitte. Okay, Kevin. Ja! Also Leute, ihr seht, oben rechts ist eine Minimap. Und wir haben eingestellt, ich sehe ihn. Also ich glaube, siehst du mich auch auf der Karte? Nein. Ja, das müssen wir noch machen, das machen wir später. Aber ich sehe ihn jetzt schon mal auf der Karte. Ich könnte auch einstellen, hier, jetzt halt erstmal... Radar... Feinde. Ich könnte auch die Mobs sehen, das mache ich aber aus, weil das scheiße ist. Zum Beispiel in einer Höhle ist das coole, manchmal erschreckt man sich... Oh, Creeper! Aber das wird dann gar nicht mehr funktionieren. Deshalb machen wir das aus. Sonst können wir uns Wegpunkte setzen, was das Wichtigste für uns ist. Ihr seht, wir können hier unter Wegpunkte gehen. Und hier, wir haben jetzt schon dieses NPC-Dorf gewegpunktet. Wenn wir den jetzt anschalten, zum Beispiel, würden wir den da sehen. Das heißt, auch auf der Karte, das heißt, wir könnten dann da hinlaufen. Und ja, das wäre gut. Ich lasse den jetzt einfach mal an. Und ja, das ist schön, dass wir den sehen, ne? Ja. So, das heißt, wir können uns viel besser orientieren. Mhm. Und jetzt werden wir keine Mods mehr installieren erstmal. Ja. So. Also ich bin jetzt zufrieden. Ich ebenfalls. Wollen wir jetzt weiter Akazienholz fahren für unser Haus? Ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal Holz fahren. Ja. So. Und vielleicht mal dann demnächst in eine Höhle gehen. Mhm. Ja, vielleicht noch ein paar Dias bekommen oder... Ja, wir haben ja noch vielleicht auch ein bisschen... Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Eisen, weil damit wir uns mal eine Rüstung und ein paar Werkzeuge aus Eisen machen könnten. Also wir haben ja schon die 3 Dias aus tollen NPC-Dorf. Aber, ne? Ja, aber halt was soll man aus 3 Dias machen? Ich weiß nicht, vielleicht könnten wir eine Spitzhacke machen. Mhm. Aber... Für Obsidian und so. Wegen Obsidian. Aber ich weiß nicht, wollen wir denn in die Hölle? Also in der Hölle... Ja. Ich denke jetzt gerade eigentlich nur an... Also auf jeden Fall, wir gehen irgendwann in die Hölle, na klar. Aber... Müssen wir da so schnell rein, weil das Einzige, was für mich da eigentlich wichtig ist, ist Glowstone und den brauchen wir, finde ich, noch nicht. Ja, also für mich wäre noch vielleicht wichtig noch Quarz, weil das irgendwie cool aussieht für ein Haus und ja. Ja, stimmt. Und an sich für ein Netherportal, damit wir halt auch Sachen, also Tränke machen können, ne? Ja, dann wollen wir eine Spitzhacke machen, das ist dann auch fair, weil ja. Schwert wird nicht gehen für uns beide und dann fahren wir da mit Dias. Ja, dann machen wir eine Spitzhacke draus, genau. Wir fahren jetzt noch, hast du schon ein Stack? Nee, ne? Ein Stack? Nee, ich hab 36. Ja, ich hab 29. Wir farmen ein Stack Akazienholz wir beide und dann. Ja. Gehen wir dann wieder nach Meine Hause. Meine Axt ist kaputt. Ja? Ich mach mir mal schnell eine neue. Ich hab sogar eine Werkbank mitgenommen. Perfekt. Ja, ich bin halt. Ich denke halt Miet, ne? Soll ich dir auch eine machen? Nee, ich hab schon eine. Meine geht nicht so schnell. Das glaube ich dir jetzt nicht. Hacker. Ja, ich bin jetzt ein Flyhack. Nein, erstmal mein Inventar ordnen. Ich habe erstmal schnell mein Inventar geordnet. So. Warum habe ich einen Erdeblock im Inventar? Ey, mich verwirrt das richtig, dass rohes Schweinefleisch wie gebraten ist aussieht. Hier, das ist das rohe Schweinefleisch und irgendwie ist das halt das gebratene. Ach so, ich glaube. Ach du Scheiße, das ist hier für Kohle. Ja, warte mal, was ist das? Rohes Rindfleisch und das ist Steak, hä? Das, oh Mann, ich verstehe das nicht. Oh Mann, man sieht auch gar nichts mehr bei meinem Shader. Es wird nachts ein wenig dunkel bei mir. Ja, ein wenig. Ja, dann mache ich hier den Shader, wechsle ich ihn um auf den High Performance Shader. Ja, ich könnte jetzt eigentlich auch nachts auf Rudoplays wechseln, aber ich lasse es einfach, weil es schön atmosphärisch ist, wenn es nachts auch wirklich dunkel ist. So. Weil zum Beispiel beim normalen Minecraft verändert sich, glaube ich, gar nicht die Helligkeit, wenn es dunkel wird. Nur, dass der Himmel halt dunkel wird. Oh. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Mhm. Irgendwie habe ich Bock, über Themen zu reden. Weil wir kommentieren hier die ganze Zeit sinnlos irgendeine Scheiße, die wir machen. Wir können uns ja mal irgendwelche Themen aussuchen. Und, über was willst du denn reden? Über was ich? Also, ja. Es gibt wir also können so ja mal Leute, über AIDS reden. Nein, so über AIDS macht man keine Witze. Aber es gibt halt so eine Leute... Sollte kein Witz sein. Oh.
Egal, es gibt da halt so eine Leute, die so unter Keksgeburts kommentaren, aber noch unter meinen nicht, aber halt unter Keksgeburts Video schreiben so, ja, cooles Stimmt. Video, lass uns zusammen aufnehmen. Also meine Meinung dazu ist jetzt ganz einfach, wenn man mit jemandem aufnehmen will, also halt so ein YouTuber halt, dann sollte man vielleicht erstmal Kontakt aufnehmen und dann mit ihm aufnehmen. Also das, was jetzt bei mir und Keksgeburt war, das war jetzt, so, glaube ich, so eine einmalige Sache, so eine Ausnahme. Aber jetzt halt, sonst finde ich das jetzt nicht so wirklich... Nein, perfekt. Passt mal auf, Leute. Heute hat zum Beispiel, ich gucke jetzt nach, so, passt mal auf. Vielleicht guckt er ja das Video hier. Wenn ja, fühle dich gleich angesprochen, passt mal auf. Ich bin gerade am gucken, ich wundere, wenn ich gerade nichts mache, so. Unter meiner ersten Folge von Rising Empire hat einer hier zum Beispiel geschrieben, cooler Part, alles in Ordnung, ist Kritik, da antworte ich auch darauf, finde ich gut. Also ist keine Kritik, ist ein Lob, finde ich gut. Und dann schreibt hier einer, kann ich mitmachen ohne Aufnahme? Können wir das nicht auf einem Server machen? Ich habe voll Bock gerade auf sowas. Bitte, wäre ich super gern dabei. Wir wollen eh mal aufnehmen. Der Zaki FX. So, und dann erstmal. Das erste, was ich dann mache. Ich gehe erstmal auf seinen Kanal. Und jetzt passt auf, Leute. Jetzt kommt der erste Hammer. Er hat einen Abonnenten. Das ist mir jetzt eigentlich egal. Also, Molatrix hat jetzt auch nicht viel. Und ich habe auch nicht viel. Aber mir geht es nicht um die Abonnenten wirklich. Wenn er gute Videos macht, dann... ist mir das egal, aber er hat keine Videos. Ich kann diesen Jungen gar nicht einschätzen. Ich hab... Creeper! Ich kann den Scheiße. Jungen gar nicht... Ich hab keine Ahnung, was der Junge für eine Stimme hat. Es kann ein 8-Jähriger sein. Nichts gegen 8-Jährige. Es kann aber auch ein 30-Jähriger sein. Nichts gegen 30-Jährige. Aber... ja, wie gesagt, ich kann den überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß überhaupt nicht, was das für einer ist. Ich weiß überhaupt nicht... ob er überhaupt Interesse an YouTube hat oder ob er einfach mit mir aufnehmen will, weil er mich vielleicht mag oder so. Das kann man halt einfach nicht einschätzen. Molatrix hatte zum Beispiel Videos, die habe ich mir angeschaut, ich fand ihn sympathisch. Deshalb habe ich ihn dann zurückgeschrieben. Ich hätte ihn auch einfach nicht antworten können. Das hätte er wahrscheinlich auch nicht so toll gefunden, aber ich habe ihm geantwortet, deshalb. Ja, ich war ein ganz toller. Ja. Und ich kann halt nicht mit jedem aufnehmen, weil, stell dir mal vor, ich habe ja nicht viele Abonnenten, ich habe auch nicht viele Kommentare, aber es... Oh, noch ein Creeper. Es ist aber schon oft so, dass ich ganz oft angeschrieben werde, ob wir nicht mal aufnehmen wollen. Und das kann ich einfach nicht machen. Ich kann nicht zu jedem schreiben, ja, lass uns aufnehmen. So viel Zeit habe ich nicht. Tut mir leid, aber ich muss auch noch privat aufnehmen. Also das kann ich einfach nicht machen. Das ist auch bei jedem YouTuber so. Da könnt ihr jeden YouTuber auf der ganzen Welt fragen. Keiner wird mit euch allen aufnehmen können. Und ja, wie gesagt, es gibt halt immer so kleine Fälle, wie zum Beispiel bei Fred, der ist ja auch ein Abonnent von mir, oder hier Molatrix, wo ich dann wirklich in Kontakt mit denen trete und mit denen was mache. Aber sonst, also, ja, wollte ich nur mal kurz ansprechen, also Molatrix hat es ja angesprochen. Also es ist halt jetzt auch so, dass die Leute es halt so sehen, dass sie meinen, sie müssten dann aufnehmen, also ganz, ich würde jetzt für meinen Teil, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Ungespielt, zum Beispiel jetzt in einen Kommentar schreiben würde, diesbezüglich was Aufnehmen und sowas angeht, ich würde ihn dann allerhöchstens fragen, ob er Lust hat, vielleicht eine Runde mit mir Survival Game zu spielen oder vielleicht mal eine Runde Teamspeak oder sowas, aber Aufnehmen, das ist halt so eine Sache, da sollte man halt auch YouTuber sein und so an diesem Business interessiert sein. Das klingt jetzt voll so, als wäre ich so ein richtiger Geschäftsmann, aber es ist halt so, ich hoffe, ich verstehe das jetzt auch, aber ja. Ja. Also, man kann nicht einfach von dem YouTuber erwarten, dass er mit euch einfach spielt. Und dann schreiben wir manche einfach auch, zum Beispiel bei Ungespielt kommt das so oft vor. Ungespielt ist immer so ein Paradebeispiel. Einfach, naja, weil er 1 Million Abonnenten hat, aber das tut jetzt auch nichts zur Sache. Ungespielt ist ein Mensch genauso wie wir beide, auch wenn er vielleicht erfolgreicher ist und mehr Abonnenten hat. Wie gesagt, das steht jetzt einfach mal am Rande so. Auf jeden Fall, er wird, keine Ahnung, ich gucke da nicht durch. Ich gucke selten durch Ungespielts Kommentare. Ich schreibe zwar auf Kommentare, aber ich gucke mir... sie kaum an, weil das ist einfach unmöglich, alle zu lesen. Auch für Ungespielt. Und ihr wisst gar nicht, wie viele Kommentare da stehen. Ey, Ungespielt wollen wir mal aufnehmen. Und warum sollte Ungespielt, ganz im Ernst, warum sollte Ungespielt genau mit euch aufnehmen? Warum? Warum? Er kennt euch nicht, er hat noch nie was mit euch gemacht. Warum sollte er das? Ich verstehe sowas nicht. Wie kann man denn so von sowas ausgehen? Das ist wie wenn du, keine Ahnung... Hallo. Sag mal. Wenn du... Ich will dich nicht ungern unterbrechen, aber ich hab noch Gottmut drin. Ja. Dann mach ich das erstmal aus. Ja, ich muss dich erstmal OP'en. Slash. Ich glaube, ich hab auch noch Gott. Ich hab auch noch Gott. Scheiße. Ja, das läuft bei uns. Deshalb hat der Creeper mir keinen Schaden gemacht. Tut mir leid, Leute. So, ich de-OP mich wieder. Auf jeden Fall, Leute.
Das ist wie, wenn ihr unter Eminems Rap-Musikvideo irgendwie schreibt, ey Eminem, wollen wir mal zusammen rappen? Ganz im Ernst. Keiner wird dafür Verständnis haben. Jeder lacht einen einfach nur aus und Leute, die einen vernünftigen Verstand haben, fragen sowas auch erst gar nicht. Deshalb, keine Ahnung. Creeper! Oh mein Gott. Nein! Hey, ich dachte, ich hab den Creeper getötet. Kann ein zweiter. Okay, ich wäre dafür, dass wir jetzt wieder nach Hause gehen. Dann wäre ich auch für. Knapp zwei Stacks. Wollen wir nicht schlafen? Ich hab 5 Wolle. Hast du vielleicht noch einen? Ich hab keine Wolle mehr. Dann lass uns schnell ein Schaf. Warte kurz, ich hab voll einen gesehen. Ja, damit unsere Videos jetzt nicht immer so leer sind, weil wir kaum Gesprächsthemen haben, würden ich und Keksmut es halt cool finden, wenn ihr Kommentare schreiben würdet, über was wir reden sollten und so weiter halt. Also. Genau. Auch wenn wir beide wissen, dass wir kaum Zuschauer haben und dass wahrscheinlich eh nichts geschrieben wird. Aber wenn wirklich, wenn ihr zuschaut und mal Lust habt, irgendwas zu schreiben, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Wir werden sehr wahrscheinlich darüber reden, weil, ja, ihr seid dann halt direkt in der engeren Auswahl, weil wir halt kaum Zuschauer haben. Das ist aber am Anfang so. Da kann man nichts dran ändern, aber. Aber Anfang ist schwer. Ja, genau. Also wie gesagt, lasst einen Kommentar da. Und wir lesen es uns auf jeden Fall durch. Also bei uns beiden kann man noch sagen, wir lesen auf jeden Fall jedes Kommentar. Es kommt ganz voll das so gegen gemein gegenüber anderen YouTuber vor. Also es ist doch klar, dass aber Leute, die größere YouTuber können nicht alle Kommentare lesen. Das ist unmöglich für Also ihr müsst euch vorstellen, dass zum Beispiel unter einem ungeschlagen Video, okay, warum wir dauernd ungespielt? Nehmen wir mal bei Revi, also bei Revenzeit. Wenn ein Video, nehmen wir an diese Schulgeschichten-Videos, wenn er einmal alle Kommentare durchlesen will, würde er locker 3 Stunden brauchen. Und diese 3 Stunden könnte er locker ins Aufnehmen investieren und ins Schneiden und ins Rendern und als alle andere. Ihr müsst das halt verstehen, warum halt andere YouTuber euch nicht antworten können. In unserem Fall ist es halt so, dass wir halt kleiner sind und wir halt auch weniger Zuschauer haben. Das heißt, wir können halt alle Kommentare sehen. Ja, und passt mal auf, Leute. Ihr wisst nicht, wenn ihr YouTuber seid, wisst ihr das. Wenn man einen Kommentar oder ein Like oder irgendwas bekommt, ein Abonnent oder wenn dich einer zu deinen Kreisen zugefügt hat, kriegt man oben an der Glocke so eine kleine 1. Und bei mir steht da höchstens mal eine 10, wenn ich wirklich ein Kommentargespräch mit einem habe. Höchstens 10. Ich glaube, das höchste, was ich hatte, war eine 11 da. So. Und ich habe meistens da so 1 oder 2. Und ich gehe jeden Morgen gehe ich auf YouTube und wenn da irgendwas steht, beantworte ich alles. Ich lese mir alles durch, was da steht, weil es einfach total wenig ist und weil ich das kann. Weil ich da höchstens 10 Minuten für brauche. Zum Beispiel bei. Ich nehme jetzt auch was an, zum Beispiel bei Gomme oder bei, ich nehme jetzt wieder ungespielt. Bei denen steht da, ich weiß nicht, aber ich denke mal, da steht 100.000 oder 1 Million. Ich weiß gar nicht, wie groß diese Zahl werden kann. Auf jeden Fall ist diese Zahl extrem groß und deshalb geht das einfach nicht. Mhm. Die klicken da wahrscheinlich gar nicht mehr drauf. Ja. Naja. Also das ist halt dann auch so, dass manche Leute dann die YouTuber als arrogant bezeichnen und als famegeile, abgehobene Leute. Also das ist so gar nicht so. Ich meine, wenn die so famegeil wären, dann würden sie sich auch anders verhalten. Dann würden die nur Werbeverträge abschließen, den ganzen Banner voller Werbung haben, weil, glaubt mir, ich weiß das, wenn man mal bei Social Blade ungespielt zum Beispiel anguckt, was der verdient und alles, und auch generell andere YouTuber, die würden auf jeden Fall Werbeeinnahmen, also Werbequellen, die könnten die sich besorgen. Das heißt, ungespielt könnte locker 10 Sponsoren haben, aber er macht es nicht, weil er einfach, finde ich, ein total sympathischer Mensch ist und auch an seine Zuschauer denkt. Ja. Und ich kenne keinen YouTuber, der sein Banner voller Werbung voll gepumpt hat. Einfach, weil sie wissen nicht, dumm. So, ich glaube, die Lochis, die haben auf ihrer Facebook-Seite irgendwie so ein Schwarzkopf-Produkt dort repräsentiert. Ich fand das jetzt nicht wirklich störend, aber also doch schon als Titelbild sollte man das jetzt nicht nehmen, weil es repräsentiert ja dich und deine Facebook-Seite nicht. Produkte von keine Haarpflegeprodukte. Ja, aber ich meine, die Lochis machen wahrscheinlich auch nicht so viel Geld, weil sie ja nicht so viel hochladen. Ja, schon, aber. Ne? Ich glaube, wenn ich jetzt geradeaus weiterlaufe, dann ist dort dieser. Und wir reden auch gerade so viel über Geld. Also, persönlich, wie verdienen. Also, ich habe, glaube ich, 1 Euro im letzten Monat verdient. Ich habe mir den nicht mal auszahlen lassen, weil ich meine, was ist 1 Euro? Ganz im Ernst. Und es ist halt jetzt auch so, dass wir hauptsächlich bis jetzt, also wir machen das nur, weil wir Spaß haben, nicht wegen des Geldes. Also auch wenn wir
sagen wir mal, mehr Geld verdienen würden. Wir würden es hauptsächlich immer noch aus Spaß machen. Also dieses Minecraft Survival Together, Rising Empire halt, das, was wir jetzt gerade machen. Das, also ich habe ihm aus Langeweile gesagt, hast du Lust auf Minecraft Vanilla? Und er meinte, ja. Und er meinte noch zu ihm, so, hast du dann Lust, das aufzunehmen, dass wir ein Projekt starten? Weil es an sich uns sehr viel Spaß macht. Und wir hatten beide genauso viel Bock und Spaß daran und haben dann dieses Projekt gemacht. Wir haben dann, glaube ich, eine halbe Stunde lang über das Projekt geredet, Logo gemacht, alles andere besprochen, was Regeln und sowas angeht. Und dann sind wir sofort gemacht. Haben wir das Projekt gestartet. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin, glaube ich, schon in einer anderen Wüste. Ja? Dann. Oh mein Gott, das sind die epischsten Berge, die ich jemals gesehen habe. So, weil wir nicht mehr Slash Spawn benutzen, gebe ich dir jetzt einfach meine Koordinaten. Wenn du hier bist, solltest du jetzt einfach wissen, wohin du längst. Ja, wir haben auch schon 15 Minuten. Ich komme jetzt einfach ganz schnell zum Spawn oder hören wir auf. Achso, supportest du dich jetzt? Nee, ich support mich nicht. Okay, das ist doch scheiße. Das ist schön. So. Oh, was ist das? Oh, das sind blaue Blumen. Ich liebe die. Blaue Blumen. Ich mach mal die Koordinaten an meiner Dings wieder an. Meiner Minimap. Ich wollte am Anfang nicht, dass wir F3 drücken, weil ich dachte, dass man den Seed sehen kann, weil das Seed was Einzigartiges ist und wir ihn, glaube ich, erst am Ende des Projekts releasen, beziehungsweise die Welt zum Download bereitstellen. Ach du Scheiße. Ich hab keine Scheiße. Ich hab über... Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. So, pass mal auf. X 546 600. Also ich glaube, nächste Folge werden wir anfangen, was zu bauen, oder? Ja, ich schreibe mir jetzt gerade die Koordinaten im Browser auf. Wartet mal. Oh Gott. X 546 Z 69 8. So, jetzt gehe ich wieder in EFF-Modus. Und jetzt suchen wir das. Ich bin zu Hause, glaube ich, oder? Ja, toll. Hey, wo bin ich denn? Warte mal, wir können das doch per Minimap gucken, oder nicht? M oder. Nee. Ja? Mit X öffne mal die große Karte. Aha. Wo bin ich denn hingelaufen? Ja. Ich hab mich auch verlaufen, glaube ich. Nein. Nein, ich werde das suchen. Also, ich war auf dem richtigen Weg, das weiß ich. Ich beende erst, wenn ich da bin. Ja. Das kann es. Wir haben schon 17 Minuten. Oh, die sind Schafe. Was ist das denn? Was ist das für eine Erde, bitte? Game. Hä, das ist die andere Erde. Lol. Oh. Hier ist Erde in der Landschaft, die nicht bewachsen ist. Das ist so eine Dingserde. Wie heißt die? Aber die heißt Erde, wenn ich die abbaue. Ja, klar, aber die heißt so. Keine Ahnung. Symphol oder sowas heißt sie. Nee, das ist. Nein, aber wenn ihr sie. Ihr was mit Sünden ist. Mützel, genau, meinst du Mützel? Nein, nicht das Mützel, ist aus ein neuer Block das dazu ist aus gekommen. Mushroom. Das ist ein neuer Block dazu. Ja, ja. Ich bin in einem Birkenholzwald. Ich habe mich komplett verlaufen. 546. Ich renne jetzt wieder zum alten Dorf hin. Ja, ich bin 700 Meter vom alten, also vom zweiten Dorf entfernt. Und danach werde ich halt von dort aus wieder gucken. Ich bin gleich da. Hä, sind die Koordinaten jetzt nicht richtig? Eigentlich schon, nur ich habe mich dann von da aus falsch verlaufen, anscheinend. Oh, ich dachte schon. Also ich hoffe. Ich laufe da gerade hin. Aua! Wie lange haben wir schon? Okay. Lang genug. Ach du Scheiße! Oh mein Gott, muss ich jetzt lang in diese Richtung laufen? Oh, es laggt gerade. Wow. Hey, Minecraft. Stop lagging. Danke. Hey! Minecraft! Böse! Danke. Ich habe auch. Guck, man muss nur ein bisschen Disziplin mit Minecraft haben. Dann legt es auch nicht mehr. Oder vielleicht ein bisschen Computer kaufen, aber okay. So, dann gehen wir mal hier weiter. Freddy Bus bauen. Oh Mann, ich finde unser Haus nicht wieder. Ich finde gar nichts mehr wieder. Okay, eigentlich ist das mit den Themen voll dumm, weil wir ja immer so viel Spore produzieren. Ja. Da können wir eigentlich die Themen gar nicht verwenden. Ja, ich glaube dann, das wird halt nur ganz selten. Ja, ich glaube, also, solange wir die Themen dann ansammeln, ist es ja besser, ne? Dann haben wir auch mehr zu bereden. Aber naja. Ich bin jetzt gleich da, wenn die Koordinaten richtig sind. Ja, also ich laufe gerade durch einen richtig fetten Akazien. Waldbaum. Katze. Warte mal, kurz. Ich krieg gleich AIDS, Mann. Ich weiß nicht, wo ich. Mann, wo bin ich? Richtig fett. Durch obwohl, warte mal. Hä, ich war doch richtig. Wie ist dieser komische Berg? Warte mal, ich lauf mal außen rum. Also, hä? Das. Hier, die Koordinaten stimmen nicht. Doch, die Koordinaten müssten stimmen.
So. Wenn die nicht stimmen, bin ich sauer auf dich. Mann, sei nicht sauer auf mich. Ich mag es nicht, wenn du sauer auf mich bist. Dann bauen wir keinen Bus mehr. Okay. So, da hinten ist wieder ein Katzenhaus. Hey, ich glaube, ich check grad gar nichts. Ich finde die Welt so schön, ne? Ich möchte hier im Real Life rumlaufen. Okay, wir haben uns verlaufen. Nee, wenn die Koordinaten richtig sind, bin ich gleich da. Ja, bist du nicht da? Hundertprozentig nicht. Irgendwas ist ganz komisch. Weißt du was? Ich renne zum NPC-Dorf zurück. Mann! Du doof, Mann! Bus bauen! Ich habe übrigens 6 Wolle. Ja, toll. Ich hab 4. Okay, wir beenden das jetzt. Wir haben 20 Minuten. Ich würde sagen, die nächste Folge wird eine nach Hause Rennfolge. Ja, yeah, sehr spannend. Ich glaube, die Leute werden sie erst richtig gucken. Uhu. Okay, dann, wenn es euch gemeint hat, lasst eine Bewertung da bei mir und bei Michael. Schaut bei seinem Video auf jeden Fall vorbei. Lasst ein nettes Kommentar da und ja, wir sehen uns dann gleich. Also wir sehen uns gleich wieder, weil wir gleich wieder aufnehmen, aber wir sehen uns morgen wieder.